So sagte sein Enkelsohn Abdurrahman ibn Hassan über Thalathat al-Usul: Wie gewaltig ist doch sein Nutzen für denjenigen, der nach der Rechtleitung sucht, obwohl dieses Buch sehr kurz gefasst und klein ist. Und unser Sheikh Abdullah al-Jibrin rahimahullah erwähnte, dass Thalathat al-Usul das erste ausführlich verfasste Buch ist, das über die drei fundamentalen Grundlagen berichtet, über die der Mensch im Grab befragt wird. Und Sheikh Abdul Aziz ibn Baz sagte über das Buch, es beinhaltet die Grundlagen der Aqidah. Und Sheikh ibn Baz sagte auch, das Buch Al-Usul Al-Thalatha fasst die ganze Religion zusammen. Was meint er? Wie kann es sein, dass so ein kleines Buch die ganze Religion zusammenfasst? Er sagte, damit ist gemeint, mit der ganzen Religion, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Diese drei Fragen, darüber wird jeder Mensch in seinem Grab befragt. Und Sheikh Abdurrahman ibn Qasim sagte, die Menschen bemühen sich oder bemühten sich, es auswendig zu lernen, da sein Nutzen gewaltig ist.